Einen wunderschönen guten Morgen an diesem zweiten Advent vom Hollandgelände. Wir befinden uns hier am Eingang der Emil-Weidt-Straße, dort die Maschinenhalle von Schacht 6. Hier die besprühte Mauer und unten der Wildwuchs mit Bäumen, die das letzte Mal zur offiziellen Übergabe an die Öffentlichkeit am 30.06. abgeschnitten wurden und dann hier weiter wachsen. Ab und zu werden die jetzt mal oben nochmal abgeschnitten. Absoluter Hammer hier. Wir gehen gleich mal darauf ein. Zunächst mal kommen wir hier zur Wasserabnahme für den Catering-Container. So, hier hat sich mittlerweile hier nochmal auch sehr schön hier die rechte Seite hier auch. Hier hat sich mittlerweile etwas getan. Das Steigrohr, was sich hier befand, ist ab und das Problem lag weiter unten, also unterhalb des Steigrohres, wie wir das hier sehen. Also es ist kein fließendes Wasser mehr im Catering-Container vorhanden. Kommen wir nachher nochmal drauf zu. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal hier an. Hier war das Steigrohr drauf. Na gut, das ist jetzt hier neu. Hier haben wir auch nochmal die Sache, die ausgebaut wurde. Und dann waren darauf gesetzt diese Gartensteinchen. Es ist dann gegraben worden, hier unterhalb der Wiese, bis zu diesem Punkt, um dann die Wasserleitung, wie wir hier sehen, ich zoome da mal ran, über den Bürgersteig hier unter diesen beiden Holzbrettern, dann weiter über den Hügel in Richtung Schachtgelände Catering-Container zu legen. Ja, nochmal hier sprudelte das Wasser auf der ganzen Strecke natürlich dann raus. Die Wiese war versumpft oder ist immer noch versumpft und das Ganze lief dann freundlich da unten links in den Gully an der Straße. Gehen wir mal hier jetzt weiter und kommen wir zum nächsten hervorragenden Element. Das ist hier die ehemalige Wasserrinne. Ja, hier im Winter sieht man natürlich, dass das hier alles zugemüllt ist und ja, ein wenig Wasser befindet sich ja noch drin. Und dann kommen wir mal hier zu diesem hervorragend gestalteten Plateau, auf dem sich dann im Sommer die Fürsten der Finsternis treffen. So, ich nenne die mal so. So, hier eine damals in den 90ern angelegte Treppe. Wie ihr seht, führt die ins Nichts, nämlich ins Brombeerdickicht. Brombeeren sind hier generell ein Thema. Ich schwenke mal hier einmal rum, damit ihr mal hier die ganze Schönheit seht. So, ist wunderbar hier alles und im Hintergrund natürlich die Propsteikirche. So, die Mauern sind hier marode. Gehen wir jetzt mal hier nochmal lang, nochmal die Treppe von der anderen Seite. Also erhaben streckt sie ihren Handlauf in die Luft. So, absoluter Hammer hier. So, schauen wir uns das mal an. Auch da hinter Müllsäcke, Plastikbeutel gefüllt. Hier wird alles weggeschmissen. Hier ist das Wasser super schön klar, also fast schon Trinkwasserqualität. Ja, gehen wir weiter. Auch hier ein hervorragender Bewuchs an dieser Stelle. Nichts wird hier gemacht. Die Treppe verunkrautet. Unten, oben, die Einflüsse in den Gully werden hier durch parkende Autos und Einfahrten zu der Druckerei durch LKW und so weiter abgesenkt, automatisch durch Druck. Hier geht es weiter. Nochmal ein erhabenes Bild hier. So, von dort kommt man halt am Gelände der Druckerei vorbei.
Vor ein paar Jahren war das noch gepflegt. Nun stehen die Brombeeren und der Holunder, der runde kleine Linde, stehen da, wer weiß wie hoch. Dort hinten auf dem Gelände ist eine private Gartenbaufirma tätig. Die Firmen, die dort sind, so der Hausmeister des Technologie- und Gründerzentrums zu mir, haben sich zusammengetan und lassen alles pflegen, inklusive Rasenmähen und Heckenschnitt. So, jetzt kommen wir mal hier hin. Ich komme hier nachher später nochmal auf die Parkplätze zu sprechen. So, ja, die Bobine mittlerweile auch total verrottet. Jetzt schauen wir uns mal hier den Pflegezustand der Parkbuchsen an. Ja, die waren dann auch mal für den 30.06. ein wenig gesäubert worden. Ja, durch den Laubbefall hier natürlich kann ja keiner wissen, dass jetzt im Herbst hier auch auf dem Hollandgelände Laub fällt. Normalerweise ist das ausgenommen vom Laubbefall. Sehr schön. So, und hier kommen wir nun mal zu dem Bürgersteig. So, da ist der Schacht 4 und hier seht ihr also, dass sich da im Endeffekt alles hier rüberwölbt. Den Hügel, den ihr dahinter seht, das sind alles ehemalige, das ist ehemaliges Schnittgut, was über die Jahre hier von den Betreibern der Druckerei über Mitarbeiter da abgelagert wurde. Das kommen wir gleich auch noch mal drauf. Hier noch mal hoch, wie ihr seht, und noch mal zurück in der ganzen Pracht. So, hier jetzt kommen wir zum Schachtbereich und sehen hier direkt am Anfang ein abgebrochenes Bäumelein. So. Dieses abgebrochene Bäumelein ist der Beginn einer Reihe von Wildwuchs. Auf dem Schachtgelände selber wurde ja alles gerodet, was da stand. Da sah das ähnlich aus, sodass wir da also froh sein können, dass da jetzt auch nichts mehr nachgewachsen ist. Also da sind die Wurzeln wirklich radikal entwurzelt worden und die neuen Bäumchen stehen ja da. So. Hier ist die Linie zwischen dem Gelände der Druckerei und dem Weg, dem Bürgersteig hier. Eine ominöse 5 ist hier noch aufgemalt. Und hier liegt also noch alles grob vorbereitet für eine endgültige Nutzung. Hier kann also auch niemand her mit Rollator und so weiter. Das ist nicht behindertengerecht, das ist nicht barrierefrei. So, gehen wir jetzt mal davon aus, dass hier die Kanalisation ist. Hier und hier. Und dass hier nun das Ganze angeschlossen wurde. Dafür begebe ich mich mal in die Hocke. Wie ihr seht, ist dieser Weg hier, der graue Weg, eben so weit bis zum Bereich der Container und der Buhlbahn. Danach fällt dieser Weg in Richtung Schachtgelände ab. Wir haben hier den zweiten und den dritten Kanaldeckel. Hier unter mir sind ja die riesengroßen Kanalrohre. Ja. Der Catering-Container, da das ganze Gelände mit leichter Neigung nach innen läuft, ist natürlich voll schräg aufgestellt, ist ja sowieso schräg. Dieser Catering-Container gehört auch noch weiter nach hinten an die Kantensteine vor den Strombuchsen. Denn laut Aussage beim Workshop ist keine der strukturgebenden Flächen, so wie hier die Ziegelfläche, die Wegfläche oder auch die Basaltstreifen oder die Buhlbahn, die dürfen temporär überbaut werden. Das bedeutet ganz einfach für eine Nutzung während einer Veranstaltung oder während eines Flohmarktes und so weiter und so fort. So, um die Höhe auszugleichen, sind hier
vor dem Tresen und auch vor der Toilette Paletten zusammengemetert worden. Darauf liegen Gummimatten. Ich denke mal, dass niemand, der behindert ist, da hinten die Toilette anständig benutzen kann. Das ist auch angemahnt worden, lakonische Antwort, es ist alles so abgenommen worden. Vom Stadtteilmanagement die Antwort war, das sei ein Provisorium. So, wir gehen mal weiter und kommen hier zu den ersten Kanaldeckel, wo es zur Seite abgeht. So, hier ist alles noch in Ordnung, wie ihr seht. Hier ist alles noch in Ordnung, von der Buhlbahn kommend. Die Wege rechts und links, der Biergartenbereich, alles noch in Ordnung, ja, bis auf die paar Blätter. Dann kommt hier der letzte Deckel des grauen Weges. Und hier unten, wie ihr seht, benötigt das Wasser mittlerweile 2-3 Tage, um irgendwie zu versickern. In der Diskussion war halt gewesen, dass die Dolomitfläche hier zu hoch aufgebracht wurde. Es meandert und wird weggespült und das geht dann natürlich in die Drainage. Wie ihr seht, haben sich hier Kanten gebildet, die teilweise 5 cm hoch sind. Absolute Stolpergefahr. Es ist alles weggespült. Dieser Bereich hier ist vollkommen zugesetzt. Die ganze Drainage ist vollkommen zugesetzt. So, kommen wir hierzu. Auch von der Treppe runter. Das ist nicht von der Treppe runtergespült, sorry. Das ist hier alles von oben an den Basaltblöcken untergespült und meandert. Nochmal hier auf die Ecke, die Schremmkante. Ich zoome da mal nochmal ran, damit man das ganze Ausmaß sieht. Hier seht ihr, dass dies eigentlich der tiefste Punkt des gesamten Geländes ist und dass hier eine Außendrainage gelegt wurde in einem Quadrat und hier noch einmal vor dem Eingang eine weitere. So, die münden dort in, ist alles zu, in diesen Kanaldeckel und werden dann abgeführt in Richtung Straße. So, noch einmal hier die Wölbung, damit man das richtig gut erkennen kann. So, wenn ich hochgehe, seht ihr, oben ist es eben. Und dann fällt es nach hinten ab. Natürlich werden unten die Rohre mit Gefälle gesetzt worden sein. So, ich gehe jetzt einmal hier rum. Und ihr seht, dass hier absolut kein Wasser abläuft. Es steht hier in der Drainage. Hier ist es komplett zugesetzt. Dolomit hat eine Eigenschaft. Dringt das in die Drainage ein, wird das hart wie Beton über die Zeit, das geht nicht von heute auf morgen. Deshalb läuft das ja hier auch ab und an ab, wenn es nicht regnet, so wie gerade im Moment. Aber es wird hart wie Beton. Und dann kann man das nicht mehr aus der Drainage ausspülen. Das ist mir von jemandem gesagt worden, der Ahnung davon hat, weil er seit 40 Jahren in dem Fachbereich tätig ist. Die Diskussion des Schachtdeckels, ich gehe jetzt mal hier rein mit meinen Gummistiefeln, die ich extra angezogen habe, ist ja auch hier der Schachtdeckel, ist noch da. Viele sagen, der Schacht wäre standfest verfüllt. Die nächste Diskussion wäre, was passiert, wenn das Wasser in die Verfüllung unterhalb des Schachtdeckels eintritt. So, müssten wir wissen, kann ich keine Antwort drauf geben. Bedingt hier durch diese faustgroßen Steine, die hier dekoartig hingelegt worden sind, passiert es mal ab und an, dass Kinder oder andere oder Jugendliche sich so ein Ding in die Hand nehmen und gegen die Drei-Schichten-Lackierung hämmern, sodass sich da kleine Taschen bilden, wo von oben das Wasser, was am Stahl herabläuft, dann darin sammelt und das Ganze wieder zum Rosten bringt. So.
hinter ist alles trocken. So, hier ist auch der eingebrachte Dolomit, da er höher liegt, hervorragend gebunden. Denn mit jeder Wassereinspülung oder Bewässerung wird das Ganze dann härter, wie oben auf den ganzen Spazierwegen, die hier übers Hollandgelände führen. Wenn ich hier drüber gehe, ist das eine einwandfreie Fläche. Gut, die ist ein bisschen noch weich, aber in 6 Monaten sollte sich da was getan haben. Ja, wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen, dann kann ich noch mal hier das mit dem Schachtdeckel anmerken und denke mal, dass wir hier nun auf der Seite rumgehen. Natürlich wächst durch die Feuchtigkeit, wächst hier auch einiges wieder erneut an Unkraut, aber das dürfte das geringste Problem sein. Schauen wir uns das Ganze mal noch mal von hier an, um dann das hier zu sehen. Ja. Ja, guten Morgen. Gehen wir uns mal hier auf das Gelände des ehemaligen Flüchtlingsdorfes. So. Ist nämlich interessant. Hier ist nämlich exakt an dieser Stelle, wie ihr sehen könnt, mit den blauen Rohren, sind Wasseranschlüsse. So, würde man diese Wasseranschlüsse nun hier in die Richtung des Containers legen, unter dem Bürgersteig, wäre das Wasser kein Problem. Das Ganze hier ist mittlerweile zurückgebaut. Die letzten Container sind abgeholt und ja, ich lasse das mal wirken. Im Hintergrund Leite, seinerzeit angelegt in den 90ern vor dem Drohnenaufstieg der SG Wattenscheid 09 als Parkplatz fürs Loheide-Stadion auf DFB-Auflage. Ja, jetzt gibt es hier noch das Problem, dass hier noch weitere von diesen Mauern, zeige das mal eben, die gesetzt wurden, hier müssen noch abgebaut werden. Das soll ja als Parkplatz genutzt werden für das kommende neue Loheide-Stadion als Eventstadion. Leichtathletik, NRW und so weiter und so fort. So, da hinten haben wir noch die Firma ZIP. Spielplatz ist da noch und dort die Gebäude der Zeche Holland an der Lohheidestraße. Ja, hier haben wir noch etliches an Material liegen dort hinten in der Ecke. Das sind die Pflastersteine, die hier weggenommen wurden, um hier Mauern und andere Dinge zu errichten und die halt auch im Weg waren. Hier ist also auch wieder noch viel zu erneuern, zu versiegeln. Das gibt wahrscheinlich die nächste Pommesbude der Stadt Bochum. So, nochmal, dort vorne befindet sich ein Wasserrohr, das ist angeschlossen. Allerdings ist das hinten, das ist dann da hinten zwischengeführt durch das Wäldchen in Richtung Haumannstraße. Dort ist das gegenüber des Wasserbeckens angeschlossen. Da war auch aufgebuddelt. Das ist dort abgestellt, sodass die ganze Leitung komplett, Versorgungsleitung komplett nicht funktionabel sind. So, machen wir mal hier mal noch ein schönes Bild von dieser Seite und kommen gleich dann auch zum dritten Teil. Begeben wir uns jetzt mal auf den Rückweg und schauen wir uns dann noch mal den Parkplatz der Druckerei an. Also wie bereits gesagt, hier die
ehemaligen Pflastersteine, die weggenommen worden sind, hier um dieses gesamte Flüchtlingsdorf vorzubereiten. Im Hintergrund stehen noch Mauern, auf denen die Container halt standen. Im Vorderbereich sind die schon weggenommen worden. Da hinten noch ein kleiner Spielplatz mit Tischtennisplatte und zwei Hüpfelementen. Hinter dem Zaun die Firma Zipp. Hier hinter dem ehemaligen Zaun Wildgelände. Dort die von der Zech Holland, die Gebäude von der Lohheidestraße zugänglich mit dem Kunstkreis. Und ich glaube, da sind noch irgendwelche Psychologen, Psychiater oder was weiß ich drin. Und wir haben also hier nochmal den Schacht von der anderen Seite. Das war ja jetzt hier jahrelang nicht möglich. So, im Hintergrund, wie immer, die Friedenskirche, die Propsteikirche, der Bernd verhaut mich. Sorry, Bernd. So, dort hinten St. Johannes in Leite. Und ja, die Firmen dort mit der Bäckerei, Backbord, dahinter Malzers und ganz am Ende die Erfinder des Moorhuhns, wo die roten Spitzen halt noch stehen. So, kommen wir nochmal hier zurück. Wie bereits gesagt, auch schönes Bild hier von der anderen Seite. Wir kommen hier nochmal auf diese Versorgungsleitung inklusive Wasser, die an der Haumannstraße abgestellt wurden durch eine Baustelle, die mittlerweile auch mit Sand gefüllt ist. So, hier stehen noch ein paar Zäune, wie bestellt und nicht abgeholt. Auch hier die Einfahrt, die alte. Hier war eben halt früher hinter mir auf dem ehemaligen Parkplatz war danach eine Fahrschule. Da befand sich eine Schranke in der Einfahrt für Motorrad und LKW. Ja, und jetzt gehen wir mal hier den Weg rein und sehen auch hier die Schilder. Die liegen hier ungefähr seit Anbeginn. Unbefugten Betreten des Objektes verboten. Eltern haften für ihre Kinder der Eigentümer. Ja, da oben in den Himmel geht es dann halt zur Lohheide. Ja, hier seht ihr also schön angelegte Böschung. Unten mit den Rosen. Hier nochmal die Gabionenwand mit den dahinter befindlichen Fahrradständern. Der obere Bereich hier oberhalb der Treppe bildet kein Problem. Dann fängt es halt da an, unterhalb der Sitzplätze, des Catering-Containers, des Kumpeltreffs, und das meandert voll nach unten und setzt halt die Drainage zu. Ich begebe mich jetzt hier auf dem bewachsenen Hügel, der auch schön angelegt ist, mit verschiedenen Gräsern und verschiedenen Pflanzen. Das wird man dann im Frühjahr und im Sommer dann sehen. Und dann kommen wir mal hier zur Bühne gleich und zu den weiteren Elementen. So, genau hier, ich nenne das mal Demarkationslinie, im Hintergrund noch eine alte Leitung, die abgeschnitten ist, die nach links rüber führt in Richtung ehemals Rabkarcher Gelände. So, wie ihr seht, ab hier wird nichts mehr gemäht. Und dann haben wir hier eine Kantensteinreihe, die bis hinten durchgeht, bis zur größeren stilisierten Halde, so dass wir hier natürlich, Vorsicht beim Runtergehen, Windmüller, sodass wir hier natürlich dann eine, nochmal in die Richtung, so, die Bühne nochmal, sodass wir natürlich dann hier den Wildwuchs und das Unkraut haben,
hier auch hinter der Bühne unverständlich eine umgedrehte Stahlkante gesetzt als Stolperfalle. Dort auch, dann geht es halt weiter mit den weißen Kantensteinen. Man hätte das mit einem durchmachen sollen, fertig wäre die Kiste gewesen. Ja. Hier ist wirklich alles unter aller Sau. Hier werden Flaschen zerdeppert, hier wird Müll hingeschmissen. Einiges habe ich da schon rüber geknatscht. Ja, und dann kommen wir mal hier zu meinen Freunden von der Druckerei. Wie ihr seht, fangen die jetzt an, ihre hervorragenden Schnitt des ersten Parkplatzes hier schon abzulagern, weil da hinten nichts mehr hinpasst. Ich zoome ran. Dann kommen wir hier zum sogenannten speziellen Feuchtbiotop. So, das schaut man sich mal an hier. Also eine geniale Sumpflandschaft hier, die entstanden ist, mit Paletten begehbar vom Feinsten. Diese Paletten werden auch noch als Aufstiegshilfe für den Schacht über den sogenannten Käfig genommen und dann wieder hier hingelegt. Auch hier, das hat er verloren von seiner Schubkarre. Ich habe den dreimal beobachtet, zweimal hat er mir Schläge angedroht. Ist einfach nur ein dummer Mensch, der den Auftrag da bekommen hat, den Scheiß hier abzulagern. Entschuldigung, das Wort am zweiten Advent. So, gucken wir uns das Ganze an. Der höchste und erhabenste Punkt durch das Wenden der LKWs mit den riesen Papierrollen ist dieser einzige Gulli auf dem Gelände. Von da aus, also da läuft nichts mehr rein. Hier kann das nicht passieren, was auf dem Hollandgelände passiert. Von da aus läuft aber alles hier rein, so dass wir da wirklich eine hervorragende Konstruktion haben. Wir haben auch schon mal versucht, das hier mit so einer Aquariumspumpe abzupumpen und wegzuleiten. Das ist wirklich vom Feinsten. Ja, da das Tischchen, da steht da schon seit letztem Jahr. Und hier, das ist auch immer sehr interessantes Motiv, die Spiegelung im Wasser. Also ganz toll, von mir aus auch noch mit Palette gespiegelt. Sieht noch besser aus und ja. Ich denke mal, man sieht hier den Pflegezustand dieses ersten Parkplatzes. Wir kommen mal dazu, ist auch alles zugewachsen. Da vorne haben sie auch alles mal weggemetert, damit man da überhaupt mal hergehen kann. Hier wird einfach ringsherum wird alles verloddern gelassen. Und ab und an wird mal geschnitten, also in dem Unwissen, dass Brombeeren Wurzeln haben. Und während der Wachstumsperiode also meterlange Sachen machen, dass sie, ebenso Holunder und andere Pflanzen, die hier wachsen. Ganz früher stand hier der Baum, stand hier der Baum, stand hier und da stand noch einer. Tja, schauen wir uns das hier mal an. Auch hier im Einfahrtsbereich zu diesem ominösen Parkplatz eine unheimliche Welle. Ja, was soll man machen? Das soll angeblich angemahnt worden sein. So, Herr Buschmann, stellvertretender Bezirksbürgermeister. Hier liegt noch ein ganzer Block an Steinen. Hier auch noch ein bisschen. Kommen wir mal hier hin. So, dann gehen wir jetzt mal hier auf diesen tollen Parkplatz, der in einem Pflegezustand ist, wie im alten Rom, kurz vor dem Niedergang. Selbst die zwei Autoreifen mit den beiden Brettern, die sonst genutzt worden sind, um den ganzen Schnitt von diesem Parkplatz hier hinzuschmeißen, können schlecht mehr genutzt werden, weil die Brombeeren sie langsam überwuchern. So, das ist der Zustand, in dem sich hier dieses Zwischenstück befindet. Efeu, Brombeeren, Holunder. Und es ist ein Hammer. Es ist ein absoluter Wahnsinn. Der Pflegezustand unter aller Kanone. Kommen wir mal hier mal hin. So.
Sag mal, hier ungefähr, wo ich stehe, war Schacht 6 und keine Schachtzeichen mehr da. Denn oben, wie ihr seht, ist eine Aussparung, wo die Seile rausgekommen sind. Und ja, das ganze Ding ist jetzt umgewidmet worden. Ich finde das hier Wahnsinn. Gucken wir nochmal hier. Es ist der absolute Hammer. Ich zoome da hinten nochmal ran, damit man das sieht. Nochmal mit Fördergerüst. Wenn das hier belaubt ist, sieht man das gesamte Fördergerüst von vorne überhaupt nicht. Es ist zum Kotzen. Entschuldigung. Ach, ja. Ja. Also hier nochmal der Übergang vom Parkplatz 1 zu Parkplatz 2. Eine super Wellenlinie, der ist extra noch angelegt worden seinerzeit. Ist noch gar nicht so lange her. Mit dem Gulli dahin, der ist einfach platt gefahren worden. Durch wendende LKWs mit riesengroßen Papierrollen da drauf. Und es ist Wahnsinn. Wie bereits gesagt, dem Gulli kann das Schicksal hier nicht passieren. Der steht über dem Niveau mittlerweile und das ganze Gelände fällt in alle Richtungen ab. Dann, oh, Eichhörnchen, schön. Ja, gucken wir uns das Ganze hier mal an. Noch perfekt. Ist was anderes. Hier auch. Jeder Besucher dieser Firma wird Spaß haben, hier einzuparken. Naja, so, gucken wir mal hier. Geht's dann raus. Und dann kommen wir mal hier zur Bobine, die auch vom Müll gesäumt ist. Die Bäume wachsen da durch und sag mal so, das ist nicht schön. Naja. Was wollen wir machen? Ja, und jetzt kommen wir zum krönenden Abschluss. Also hier ist ein Apfelbäumchen auf der Ecke. Die beiden Bäume rechts und links von der Bobine sind ursprünglich. Alles andere hier nicht. Hier standen nur ein paar Bäumchen, kann man auf alten Fotos, die in meinem Besitz sind, auch sehen. Schauen wir uns mal an. Da oben, dieses Schild hier steht hier, weiß ich nicht, gefühlte 100 Jahre, ja, haben sie gut hier hingekriegt. Und wenn ich mir das hier angucke, dann weiß ich nicht mehr, wo das Ganze hier dann mal enden soll. Die Fachbereiche nach der Übergabe, die hierfür zuständig sind, sind das Grünflächenamt für die Fläche, das Tiefbauamt und Bo Marketing, sprich Bo Tourismus für die Führung. Das Führungskonzept sollte auch noch überdacht werden. Ich hatte ein Gespräch mit Herrn Diplom-Ingenieur Carsten Schröder vom Stadtteilmanagement Wattenscheid Mitte. Habe dort einfach einen neuen Workshop im kommenden Frühjahr gefordert. Der letzte war im Januar 20 hier gewesen. Und es geht da nicht darum, irgendwelche Leute auf die Anklagebank zu zerren oder irgendwie böses Blut zu verschütten oder noch Öl da rein zu hatzen. Es geht einfach darum, mal zu schauen, was sich innerhalb von 2 Jahren getan hat und an welchen Schrauben noch gedreht werden kann, um im Endeffekt hier das endgültig zu gestalten, was wir vorhatten. Ein Aufenthaltsort mit Qualität, mit Ambiente für alle von 0 bis 99, sodass dort jeder gern gesehener Gast ist, ob beim Caterer oder nicht, spielt jetzt keine Rolle. Auf den will ich jetzt gar nicht mehr eingehen. Der hat sich ja von der Bürgerinitiative ominöserweise distanziert. Das ist mir vollkommen wurscht. Der kann sich distanzieren, wo er will. Interessiert mich nicht heute. Heute ist 2. Advent und ich wünsche euch allen einen gemütlichen, angenehmen 2. Advent. Macht was draus. Glück auf vom Schacht 4. Hans Köster Schacht 4, der ehemaligen Großzeche Holland in Wattenscheid. Straße, hier ist die Löschwassereinspeisung. Ein Gulli und hier unten seht ihr noch ein bisschen Sand. Hier ist das Ganze mit der Versorgung abgenommen worden. Von hier aus ist es seinerzeit in Richtung Flüchtlingslager gelegt worden. So, und dann halt mittig und weiter verteilt bis zu den Rohren, die rauskommen am Eingang zum Flüchtlingslager, zum ehemaligen. So,